Ich bin am Ausflippen. Ich bin gerade so glücklich. Oh, ich habe vergessen, dass ich so glücklich sein kann. Oh mein Gott. Und ich wollte mich eigentlich gar nicht mehr melden, weil ich bin ja unterwegs und alles. Aber wenn ihr seid so süß und ihr schreibt, ihr seid süchtig nach meinen Videos, und dann bin ich vielleicht auch ein kleines bisschen süchtig, mit euch zu sprechen. Und vielleicht sind wir süchtig nacheinander und dann ist es wie frisch verliebt. Ich bin gerade angekommen. Ah! Ich freue mich so. Und die kleine Mühe. Oh, du Mensch, du bist ja noch ganz nass. Die hat es geschafft. Wir sind geflogen und sie war nicht so schwer und es war so toll. Und ja, womit kann ich am besten ausdrücken, wo ich gerade bin? Ich bin ganz kurz. Ich muss kurz was suchen. Ihr müsst kurz geduldig sein. Da. Das da ist der Buchstabe Mü. Wir sind in Griechenland! Oh mein Gott. Oh, ihr wisst vielleicht nicht, wie viel mir das bedeutet. Und ich wusste es auch nicht, weil ich habe hier gewohnt. Also nicht hier, sondern in Thessaloniki. Also ein Dreivierteljahr und war seitdem nicht mehr da. Hat mir immer ganz, ganz oft gesagt, dass ich zurückkomme. By the way, hier fliegt gerade eine Mücke entlang. Ne? Wir haben 21. November und hier fliegt eine kleine Mücke. Es ist nämlich draußen mega warm und es regnet, das Fenster ist auf. Und naja, ich bin angekommen und schon im Flugzeug wurde so mega geiles griechisches Essen serviert. Und dann bin ich angekommen und dann wurde ich vom Flughafen abgeholt. Ich übernachte in einer Wohnung. Ganz ehrlich, sie riecht mega nach Katzen. Hier riecht es voll nach Katzen. Also es ist nicht so ganz so hotelmäßig. Ich habe die über Airbnb gefunden. Und die ist halt ganz in der Nähe vom Flughafen und die haben mir so einen Flughafentransfer für 15 Euro angeboten. Es war so 15, 20 Minuten fahren und ich habe mich eingesammelt und ich dachte, oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie man Danke sagt auf Griechisch. Und jetzt ist mir in meinem kleinen Spaziergang zur Bude, ist mir es wieder eingefallen. Mir ist alles eingefallen. Evrastopoli, im Apotin Germania. Ich weiß wieder alles. Und dann bin ich angekommen und eigentlich sollte ich nur ein ganz kleines Zimmer haben, wo die Toilette draußen ist. Aber weil es in Strömen schüttet, hat mir jetzt die gute Frau, ich verstehe das gar nicht so ganz, es sieht hier total bewohnt aus. Oh, jetzt ist griechische Werbung angekommen. Hier steht ein Laptop, der ist nicht von mir und da ist noch Facebook geöffnet und ein Chat, den ich Gott sei Dank nicht lesen kann, weil alles auf Griechisch ist. Und es hat gerade ewig gedauert, Putumayo Greek Album einzugeben, weil es wohl romanische Buchstaben sind, aber die griechischen Buchstaben in dem Suchfeld schreiben. Und deshalb musste ich das erst bei Google ganz oft eingeben und dann musste Google entziffern, was ich wohl meinte. Also Greek habe ich eingegeben, aber das war alles in griechischen Buchstaben. Und dann konnte ich das erst bei YouTube einfügen und so. Und der Kühlschrank ist voll. Und die gute Frau hat gesagt, weil ich habe gefragt, ob sie weiß, wo ich irgendwo noch Wein herkriege. Und dann hat sie erstmal gesagt, ich kann zur Bude gehen, aber wenn ich Wein will, ihre Familie ist ein Weinanbauer hier aus der Gegend und der ist im Kühlschrank. Und dann mach ich jetzt auf mit euch! Oh mein Gott, ich bin so froh! Oh, ihr dürft nicht über mich lachen, nur weil ich mich so freue. Oh, und dann, gut, und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, ich will auf jeden Fall diesen Wein probieren. Ich mach den jetzt auf. Und ich bin nur ganz kurz hier, nur eine Nacht, weil morgen fahre ich nämlich noch weiter. Ich bin nämlich noch nicht ganz da, wo ich sein will. Und dann hat mich die Frau hat gesagt, wenn ich noch Hunger habe, dann kann ich zu so einer Bude. Aber es wäre so eine ganz kleine Bude und da wird es eigentlich nichts geben. Und ich so, okay. Und in Deutschland bei der Bude, was gibt es da? Weingummi und Kondome. Und dann bin ich jetzt hier zur Bude und die hatten genau das, was ich wollte. Okay, warte, ich muss mich erstmal beruhigen. Ich muss erstmal diesen Wein einschütten.
Oh mein Gott, ich freue mich so. Ich hab grad geheult auf dem Rückweg, weil ich so glücklich bin. Oh, das sah gerade lustig aus. Guck mal, wie... Ha, hallo. Oh. Oh ja. Emery Likos. Oh, wie geil. Naja, jedenfalls war ich gerade bei der Bude. Und das erste, was ich gesucht habe, war fürs Frühstück... Diese Stäbchen hier. Und das ist einfach nur so ein kleines Stäbchen mit Sonnenblumenkern drauf. Und ich habe die seit ich die Mühe habe, war ich nicht mehr hier. Und weil die Mühe hat jetzt, wir haben unser drittes Jahr gefeiert und dann ist ich war seit 3 Jahren nicht mehr hier. Und ich habe die immer gegessen, jeden Morgen. Stört dich, das ist zu laut. Ich mach kurz ein bisschen leiser. Mich stört's. Ja, Frau, du singst sehr schön, aber ich muss dich ein bisschen leiser machen. Ich kann mich voll nicht konzentrieren, wenn so laut Musik ist. Ich kriege voll nicht mit meinem. Ich kann auch auf Partys mich überhaupt nicht unterhalten, das ist grauenvoll. Das ist einfach so ein Teig. Oh mein Gott, ist meine Kamera schlecht. Findet ihr meine Kameraqualität schlecht? Ich habe gehört, vielleicht sollte ich in eine bessere Kamera investieren. Was sagt ihr dazu? Ja, ne? Die schmecken mega neutral, also die sind nicht salzig, aber in ihrer Neutralität schmecken die mega süß, so wie Mandeln süß schmecken. Wisst ihr, was ich meine? Immer zum Kaffee. Und es gab meine Lieblingskaffeemarke. Und die grüne mit dem Papageien drauf, weil ich trinke meinen türkischen Kaffee. Und habe ich jeden Morgen gemacht und den braut man mit Zinn, brüht man den auf und man lässt den dreimal hochkochen. Und dann setzt sich der Kaffeesatz runter. Okay. Ich sag noch mehr, was ich gekauft habe. Ich bin viel zu froh. Und dann habe ich Bohnen gekauft. In Tomatensauce. Die hatten die da, weil die hatten nur das Nötigste. Und es ist das Nötigste. Und es sind zufällig meine Lieblingssachen. Griechische Bohnen in Tomatensauce. Die esse ich jetzt gleich. Und, wo ist das andere? Wo bist du? Hier. Da. Weinblätterröllchen. Oh, ich freue mich schon so. Und, jetzt kommen wir zum Highlight. Ich konnte mich auch nicht zurücknehmen. Das sind Zimt-Kaugummis. Schmecken nach Zimt. Und die sind so schön rot. Und jetzt sagt ihr, ja. Haben wir in Deutschland auch. Das Big Red Kaugummi. Nein, Mann, verpiss dich. Das Big Red hat mega viel Zucker drin. Und danach hat man so eine richtig komische, pelzige Zunge wie eine Katze. Und die sind nämlich sugar-free. Und nicht, dass ich jetzt richtig krass auf Aspartam abfahre, aber so ein Kaugummi mit Zucker finde ich mega kacke. Alles auf Griechisch. Und alles spiegelverkehrt und alles verschwommen pixelig. I'm so sorry. Die habe ich nur gegessen. Und jedes Mal, wenn man jemanden getroffen hat, der gesagt, was riecht denn hier so nach Weihnachten? Die gibt's hier überall und die kosten 1 Euro. Und ich habe mir einen halben Koffer davon mitgenommen und ich habe sie alle aufgegessen. Und ich habe meiner Mama welche auch noch geschenkt zum Geburtstag und die hat sie nicht gegessen. Und die lagen rum. Und jedes Mal, wenn ich meine Mama besuchen bin, dann gucke ich ganz heimlich, ob es die Kaugummis noch gibt, die sie einfach nicht isst. Und nehme eins raus. Und dann gehe ich spazieren mit der Mühe und esse das Zimtkaugummi und denke, ist sie blöd, warum isst sie die nicht? Und... ich will zurück nach Griechenland. Leute, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich mit meiner Energie anfangen soll. Ich habe auch nur 2 Stunden geschlafen. Ist das der Grund, weshalb ich gerade so... Nein, ich glaube, ich bin einfach sehr, sehr glücklich. Ich glaube, ich bin einfach mega glücklich. Und die Mühe, die hat genau richtig viel gewogen. Und dann waren wir im Flugzeug und dann haben wir dieses griechische Essen serviert bekommen. Und die Mühe, die soll ja davor nichts essen. Einmal, weil sie dann halt noch mehr wiegt. Und dann kann es halt auch sein, dass ihr schlecht wird. Deshalb soll sie vor dem Fliegen nichts essen. Aber ich habe ja dann beim Fliegen, als ich das Essen serviert bekommen habe,
Hat so ein bisschen Hühnchen drin, was ich halt nicht esse. Aber ganz ehrlich, weil im letzten Video ging es auch um Vegetarismus und ich freue mich immer mega, wenn ein kleines bisschen Fleisch drin ist, weil ich das halt mit der Mühe teile. Und manchmal, wenn es zum Beispiel so einen Fertigsalat gibt, den ich kaufe, wo dann zum Beispiel es den Gemüse-Sommer-vegetarischen Gartensalat gibt und zum Beispiel den Cäsar mit Schinken, dann kaufe ich ganz oft den Cäsar mit Schinken, weil da was für uns beide drin ist. Ja, und dann habe ich ihr, aber sie war unten in ihrem Dings drinne. By the way, da war eine Frau neben mir, die hatte so voll die krassen Masken, habe ich gesehen, weil die musste die nämlich alle auspacken, um die zu präsentieren, da wo ich auch immer die Geige auspacken muss. Ihr wisst an welcher Stelle, durch diesen Türraum, durch den man durchgeht. Und diese komischen Nacktscanner, das sagt man Nacktscanner, diese komischen Durchleuchtungsdinger, die es in Deutschland gibt, geht ihr da gerne rein, wo man alles sieht? Also es geht mir eigentlich nicht darum, dass man alles sieht. Das ist mir eigentlich egal. Es geht mir ums Prinzip. Und ich musste da noch nie durchgehen, weil ich sage immer, dass ich schwanger bin. Ich sage mal, nee, ich nicht. Und dann sagen die immer, warum nicht? Dann sind die immer schon voll genervt, weil die denken, jetzt kommt hier wieder irgendeine Idealistin entlang gelaufen. Und dann sage ich immer, I'm pregnant. Und die so, oh, okay. Und dann rufen die immer irgendeine Frau, die mich dann abtasten muss. Ja, was wollte ich sagen? Genau, da war so eine Frau, die ist mir da schon aufgefallen, weil die hatte eine ganze Tasche voller Masken dabei. So Pharao-Masken und so Sphinx-Masken und sowas. Und dann musste die dann alle auspacken und die saß neben mir im Flugzeug. Und dann stellt sich raus, sie ist Kinderbuchautorin und sie kommt aus Kairo und sie ist auf der Durchfahrt und sie fliegt jetzt nach Kairo. Und sie ist mega bekannt in Kairo für ihre Kinderbücher und geht sie jetzt zu Grundschulen und mit ihren Masken und führt irgendwas auf. Und ich war so, ich bin auch Kinderbuchautorin. Und sie so, wirklich? Und ich so, darf ich dich fragen, warum du so crazy Masken dabei hast? Sorry, ich hab's gesehen. Ich konnte nicht woanders hingucken. Du hast ganz viele komische Masken dabei. Und sie war so, darf ich dich fragen, warum du so viele kleine süße Mikrofone dabei hast? Und was ist das für ein crazy buntes Case? Und ich so, ja, das ist eine Geige. Und sie war so, ja, das sind meine Masken. Und sie so, ja, ich bin auch Kinderbuchautorin. Und ich so, ich auch, ich auch. Im Kühlschrank, da wohnt, glaube ich, was. Und da hat gerade was gerappelt. Naja, auf jeden Fall kam dann das Essen mit dem Hühnchen drin. Und weil ja die Mühe drin war, jetzt konnte ja nichts mehr passieren. Die Mühe kann sich jetzt rund essen, bis wir wieder zurückfliegen, fahren, was auch immer. Und deshalb haben wir ein bisschen gefeiert im Flugzeug. Ich habe der Mühe also mein ganzes Hühnchendings gegeben, also sie ist in der Tasche unter dem Sitz vor mir. Sie darf da auch nicht raus. Und das habe ich hier unten reingegeben und ich habe mir einen Wein bestellt, einen roten Wein. Und dann haben wir über den Wolken, haben wir angestoßen, dass wir es geschafft haben, weil es war jetzt richtig strapaziös, ich hatte richtig Angst. Und ganz ehrlich, der Tag war auch so anstrengend. Es war so anstrengend. Nein, ich bin nicht betrunken. Guckt mal, ich habe nur so viel getrunken. Jetzt hört auf, ach, ihr seid das gar nicht. Andere Leute auf dieser anderen Seite, bei dem Peace Love and Om, die schreiben immer, das, was sie hat, würde ich auch gern. Das nervt mich immer total. Man kann doch auch mal froh sein, hallo, aber ihr wisst es eh, euch muss ich das ja nicht sagen. Ihr wisst es ja alles, ihr seid selber so. Ich finde es süß, dass wir uns hier treffen. Ich finde es toll. Und ihr seid so süß und irgendwie, ich weiß nicht, ich kann dieser Zahl auf meinem YouTube-Kanal nicht vertrauen, denn jeden Tag wird sie größer und ich weiß nicht, ob es wirklich immer mehr Leute sind, die zu unserem Wohnzimmer kommen und sich dazugesellen. Das weiß ich überhaupt gar nicht. Werden es immer mehr? Ich bin total verwirrt und ich bin ganz froh und weiß gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, meine große Freude. Am besten mit einem Wein der Tarellchen. Und dann habe ich die Mühe in der Tasche gefüttert. Also ich habe mir das Huhn runtergegeben. Und weil es aber so scheiße eng ist und dieses ganze Menü da im Flugzeug, diese ganzen Schälchen und Sachen und der Wein und so, konnte ich halt, ist ja dieser Klapptisch. Und ich habe es halt nicht geschafft, ihr das richtig gut runterzugeben. Und dann häkel ich halt so komisch über meinem Essen drüber und habe ihr immer die Sachen runtergegeben. Und die Stewardess hat gedacht, ich muss brechen oder mir ist übel oder ich bin bewusstlos oder sowas. Und dann hat sie mich angestupst und gefragt, ob es mir gut geht. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, alles ist gut. Und dann hat sie mir eine Kotztüte gebracht. Und dann dachte ich so, nein, ich fütter doch nur meinen Hund. Ich bin doch einfach nur eine kleine, verrückte Frau, die einen Hund frisst. Oh mein Gott, die einen Hund frisst. Ich hab's gesagt. Was ist los mit mir? Ich bin hier total aufgedreht. Ach, ja. Kennt ihr,
esst ihr die auch so dirty wie ich aus dem Dings? Kennt ihr Weinblätterröllchen? Das ist ungefähr mein Mitternachtssnack in meinem Bus jeden Abend. Und wenn griechische Woche bei Lidl ist, dann, nee, bei Aldi, dann gute Nacht. Dann habe ich keinen Stauraum mehr in meinem Bus, weil dann schlage ich richtig zu. Oh, das ist ein Unterschied. Nein. Das ist total vergessen, dass sie so schmecken. Oh mein Gott. Was ist das? Da ist so ein Gewürz drin. Minze. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt sagen soll. Oh, wie lecker. Oh mein Gott. Die ich immer kaufe, ich kaufe immer dieselben, die sehen genau so zusammengequetscht aus. Und die schmecken halt auch so. Die sind steinhart. Der Reis ist richtig hart. Wenn du die fallen lassen würdest, würden die Klong machen. Und die sind richtig weich. Findet ihr das unangebracht, dass ich vor euch esse? Stört euch das? Ich glaube, es ist so eine Phobie oder so eine Störung, dass man es hasst, wenn andere Leute essen und dabei reden. Aber ich genieße es. Und das viel mehr Weinblatt. Die von Aldi oder auch in Holland, wenn ich die kaufe. Da ist immer nur ganz viel Reis, richtig zusammengepresst und ein so dünnes Weinblatt. Das ist richtig viel Weinblatt und wenig Reis. Oh mein Gott. Okay. Wisst ihr überhaupt, was ich morgen mache? Also ich stehe morgen auf. Und dann gehe ich, muss ich einmal durch. Also ich bin in Athen im Übrigen. Ich bin natürlich in Athen. Ich habe vergessen zu sagen. Ich bin in Athen. Und ich steige quasi um. Weil. Soll ich euch sagen, warum? Weil. Und das weiß noch keiner. Ihr seid die Ersten, die das wisst. Also weiß ich jetzt nicht, wenn ich das jetzt hier hochlade, aber jetzt seid ihr mal gerade die Ersten, die das wissen. Oh, Entschuldigung, das ist so lecker. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich war auf eine Insel, eine ganz kleine Insel. Und da bin ich für die nächsten 4,5 Monate. Wie krass ist das denn bitte? Die kleine Insel heißt Syros. Syros. Könnt ihr mal nachgucken. Die ist ultra schön. Und da sind gerade 22 Grad. Entschuldigung. Ich schling nicht, ich freue mich. Oh, ist das lecker. Schreibt mal bitte runter, ob ihr das kennt. Wer da draußen gibt einen, der das nicht kennt. Und die Musik, schon wo ich hier angekommen bin, habe ich mich so unfassbar gefreut, weil diese behinderte Musik am Kofferband war so wie das. Und das heißt, es ist ein Musikstil, das heißt Rebetiko. Und genau wegen dem bin ich auch nach Griechenland gezogen. Vor 3 Jahren. Weil ich wollte es unbedingt lernen. Freue mich mega. Oh mein Gott, meine Geige ist hier. Wir werden Musik machen. Und Mühe, mein Schatz. Mühe ist das erste Mal wieder zu Hause. Und sie liebt es, wenn man mit ihr Griechisch spricht. Und der Mann aus dem Laden hat gesagt, Arapimo, Arapimo, das heißt mein kleiner Schatz. Und da hat sie sich so gefreut. Sie hat sich so gefreut. Oh mein Gott, soll ich auch noch die aufmachen? Komm, jetzt machen wir ein Tasting, oder? Stört euch das? Stört euch das, wenn ich ein richtig dirty Tasting mache? Oh, das sind jetzt also die dicken weißen Bohnen in Tomatensoße. Oh ja. Boah, es ist richtig dirty aus der Dose, wie Hundefutter. Aber das macht man hier so. Das macht man einfach so. Okay, zieht euch das mal bitte rein. Was das für eine kleine Geilheit da drin ist, die da abgeht. Oh ja. Okay, ich habe einen kleinen Löffel vorbereitet. Das snacken wir jetzt einfach mal rein. Kleine Bohne. Oh. Oh. Also diese Bohnen, also das kaufe ich mir auch immer überall. Und diese Bohnen hier, die sind nicht so groß und latschig wie die, was man in Deutschland kriegt, sondern die sind klein und kompakt, aber trotzdem halt riesig. Schaut euch mal an, wie groß die ist, aber die ist nicht so. Die ist irgendwie kompakt und die macht noch ein kleines bisschen Knack, wenn man reinbeißt. Und die in Deutschland, die sind so, die machen so, wenn man, wisst ihr, was ich meine?
Oh ja, mega. Ich war heute in Marseille. Meine Schwester wohnt ja in Nîmes. Und die war ich besuchen. Und dann musste ich nach Marseille. Und ich musste mega früh aus dem Haus, weil irgendwie Züge in Frankreich irgendwie ein kleiner Scherz sind. Also erstmal passt mein Koffer. Den seht ihr nicht, der ist hinter mir. Da. Der passt nicht durch den Gang. Es ist ein ganz normaler Ziehkoffer, der sogar verglichen mit den Koffern, die man so am Flughafen sieht, noch relativ kompakt ist. Und er ist einfach im Gang jämmerlich stecken geblieben. Und ich habe ja den Hund, die Geige, meine Laptop-Tasche, die mir vorhin übrigens runtergefallen ist. Ganz klassisch. Ganz klassisch. Klassisch. Gut, dass ich Backup von meinem bisher geschriebenen habe. In den Koffer. Und die Geige natürlich. Boah, ey. Und dann muss ich da durch diesen Gang durchasten. Und dann muss ich mega früh los, weil alle Züge ausgebucht sind. Alle waren ausgebucht und ich bin hier erst um 4 geflogen. Und ich bin schon um 7 aus dem Haus. Und da hat der Mann von meiner Schwester gesagt. Und ich dachte so, oh ja, cool. Dann kann ich in Marseille ein bisschen rumlaufen. Ich liebe Großstädte, ich bin ein Großstadtkind. Geil. Und dann hat der Mann von meiner Freundin, würde ich schon sagen, der Mann von meiner Schwester, hat gesagt, gut, und was immer du morgen vorhast, auf gar keinen Fall halte dich im Raum von Marseille auf. Geh direkt zum Flughafen Marseille. Halte dich nicht am Bahnhof auf, weil er wusste, dass ich so viel Zeitpuffer hatte. Und das war präzis mein Plan, ein bisschen Zeit tot zu machen, sagt man das so, in Marseille. Und da halt ein bisschen rumzulaufen und halt ein bisschen zu profitieren. Fuck, ich kann nicht mehr Deutsch sprechen. Pour profiter, quoi. Und dann hat er das gesagt. Und ich so, hä, warum denn nicht? Und er meinte, das ist mega gefährlich. Da werden jedes Jahr mehrere Leute abgestochen am helllichten. Und ich so, ja, aber deutlich am helllichten Tag. Er so, doch, 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 doch. Und ich so, meinst du nicht, dass ich da ein bisschen rumlaufen kann? Er so, wenn du dir ein Ticket da kaufst, wenn du da aus dem Zug aussteigst, pass auf deine Sachen auf. Er meint, große Gruppen mit so 8 Jugendlichen oder so kommen auf einen zugerannt, 3 beschützen irgendwie, aber er ist auch so, er redet immer so von, dass irgendwo ein Problem ist oder alles ganz gefährlich, richtig, alles ist richtig krass gefährlich und sowas. Und ich musste auch immer alles richtig doppelt und dreifach abschließen, da in diesem kleinen, super süßen kleinen Zitronengarten. Und ich habe da niemals eine Menschenseele gesehen. Und er hat gesagt, ja, da hüpfen die Jugendlichen, hüpfen da drüber und die klauen den Kinderwagen und so. Und ich musste immer alles doppelt und dreifach abschließen. Ich habe dann immer gedacht, gut, wenn er, also er wohnt ja hier, muss ja wissen, ob es gefährlich ist. Aber gut, ich schließe mal alles ab, ne? Und ja, genau. Und jetzt meint er halt, dass Marseille so gefährlich ist. Und dann bin ich halt da angekommen und es sah halt aus wie Köln, Hauptbahnhof. Es war so ein riesiges Gebäude, es gab so ganz viele Tauben, es roch so nach so U-Bahn und man wurde die ganze Zeit nach einem Euro gefragt und man wurde irgendwie angebaggert von irgendwelchen Leuten, die gar nicht wussten, in welcher Sprache sie das jetzt machen sollen und so. Und ja, dann gab es halt Leute, die irgendwie in der Decke gehüllt auf dem Boden sitzen. Also so wie am Kölner Hauptbahnhof halt. Und ich dachte, hier fühle ich mich jetzt gerade mal sehr wohl. Und dann habe ich mir so ein richtiges Großstadt-Girl, bin ich zum Ticketautomaten und habe mir ein Ticket gekauft zum Flughafen. Und dann dachte ich so, okay, soll ich jetzt wirklich direkt den nächsten Zug zum Flughafen fahren und dann da 5 Stunden abhängen? Oder gehe ich ja noch ein bisschen spazieren? Und dann war ich total verunsichert, weil er das so gesagt hat. Und er hat gesagt, gerade wenn du einen kleinen Hund hast und so und du abgelenkt bist, die nehmen dir einfach deine Geige weg und was auch du auf gar keinen Fall machen darfst, ist mit dem Handy in der Hand durch die Gegend laufen. Und ich hatte so, ich war richtig eingeschüchtert. Und dann war ich in so einem kleinen Snackladen, habe mir ein paar Kaugummis gekauft. Keine Zimt-Kaugummis. Und dann die Frau so, ja, bitteschön, dankeschön, tschüss. Und ich so, Entschuldigung, kann ich Sie noch eine ganz komische Frage fragen? Und sie so, ja, was ist denn? Weißt du, so eine große, schwarze, dicke Frau mit so ganz kleinen Rasses, die so die ganze Zeit so mit ihrem Kaugummi so gemacht hat und die so schon so ein bisschen so ein Großstadt-Flair so hatte. Und ich so, Entschuldigung, also ein Freund hat gesagt, also ich habe jetzt hier sehr lange Aufenthalt und er hat gesagt, dass ich mich hier sofort verpissen muss, weil es hier scheiß gefährlich ist. Und sie guckt mich an und meint so, oh bon? Also, ach echt? Ich so, und sie arbeitet ja am Bahnhof. Ich so, ja, er hat gesagt, ich darf mich hier gar nicht aufhalten und ich muss sofort wegfahren. Ich wollte einfach mir noch eine zweite Meinung anhören. Also finden Sie es gerechtfertigt? Also finden Sie, ich sollte hier sofort wegfahren oder kann ich auch ein bisschen spazieren gehen? Die so,
Maria, was ist passiert? Also nichts wird dir passieren. Bitte bitte balladen, dann geht's Papa, Problem und so. Ne? Und das war cool. Und die meinte, pff, also pff, also so, ich mal vor, also das ist ja, also ich kenne die Stadt ja nicht, aber ich mal vor, irgendwie einer kommt irgendwie zu einer, keine Ahnung, zu Ditch und kauft eine Brezel, jemand, der aus einem anderen Land kommt und der sagt, ich habe gehört, ich muss hier sofort vom Kölner Hauptbahnhof weg, weil ultra gefährlich ist, schon mal vor. Also die Bäckereifrau, die da bei Ditch arbeitet, die ist ja auch jeden Tag. Naja, auf jeden Fall bin ich dann ein bisschen rumgelaufen und es war ganz cool. Ach, aber zwei aufgebrochene Autos gesehen und einer war ein Schneckenhaus, der sah genauso aus wie mein Bus und hat mir richtig das Herz geblutet, weil mein Bus ja gerade überwintert. Und die Tür war aufgebrochen, der war komplett angesprüht, ein Fenster war eingeschlagen und ich dachte, ich hatte so richtig so, als würde mir kurz mal so ein Messer so ins Herz. Ich war so, ich hoffe, meinem Bus geht's gut. Das war richtig so ein, ja. Und Leute, ich war so, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin so, was mache ich denn jetzt? Ich bin so froh. Ich habe vor lauter Fröhlichkeit meine Spieluhr vergessen anzumachen für euch. Ich mach mal aus. Ich will euch nicht die ganze Zeit was voressen. Ihr Abend, stellt euch vor, ihr liegt schon im Bett und kriegt euch voll den Fressflash und geht zum Kühlschrank und werdet furchtbar dick und es ist meine Schuld. Da war wieder eine Mücke. Ihr Süßen, ich verabschiede mich von euch. Ich bin komplett überfordert mit der Situation. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, dass ich weinen will. Ich bin so glücklich, dass ich weinen will. Ich habe vergessen, wie sehr ich das hier geliebt habe. Ich habe es vergessen gehabt. Oh mein Gott. Ich darf jetzt 4,5 Monate diesem wunderschönen Land verbringen. Was bin ich denn eigentlich für ein fucking Glückspilz? Ich will mir die Haare rausreißen. So froh bin ich. Okay, ich lasse es. Okay. Ich esse stattdessen noch meine Weinblätter. Oh, es ist hier so ein geiler kleiner Snack hier aufgebaut. Das Wunderfutter von der Mühe. Hier die Kaugummis, alles. Ich rede um zusammenhängendes Zeug. Ihr müsst es gar nicht gucken. Es tut mir leid. Und ja, vielleicht melde ich mich doch noch ganz bald, weil ich kann es ja auch eigentlich gar nicht ohne euch aushalten. Und ich hatte eine coole Idee, die würde ich gerne mit euch teilen. Und die ist ziemlich crazy. Und einige werden sagen, ja, mach das. Und andere werden sagen, setz dich nicht unter Druck. Aber tief drin werden sie denken, mach es. Und das würde ich euch gerne erzählen. Also, wenn ihr Bock drauf habt, bis zum nächsten Mal. Jetzt werde ich mir noch einen kleinen Snack reinfahren. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Tschüss.